Was habe ich im Event schon abgegrast? Ja, ich habe quasi die Scheimen-Quest fertig. Ich stehe vor Scheimen. Zela sagt, ich kann es nicht fangen, weil man ja Sino-Champion sein muss. Painful sagt, das ist egal, man kann es trotzdem fangen. Wir finden es jetzt heraus. Ich weiß es nicht. Ist das Scheimen? Es sieht irgendwie glücklich aus, finde ich. Also, Scheimen, da sind wir. Ich bin hier, um dich zu fangen, oder? Let me prepare myself. Lass mich nochmal vorbereiten. Also, wir haben. Guck gerade, haben wir genug Pokébälle? Wir haben eigentlich immer genug Pokébälle dabei oder Hyperbälle. Wir haben Wallswipe da. Gut, wir haben keinen Status-Move. Aber ansonsten. Hat Scheimin eine Attacke mit Recoil? Ist jetzt die wichtigste Frage. Ich glaube nein, oder? Also steht uns eigentlich nichts im Wege, oder? Na dann los. You encountered a rare form Pokémon. Rare form? Ist das eine Rare Form? Oder ist das. Ist das einfach nur, weil es ein Legendary ist? Achso, Event Scheinen. Okay. Gibt es auch noch normale Scheinen? Das eigentliche ist grün. Ah, okay. Alles klar. So, ist die Frage, versuchen wir Pokébälle oder gehen wir gleich in den Ultraball? Ah, beim Baum kann man es ändern dann. Okay, cool. Das Vieh kann sich heilen? Frechheit. Mal schauen, wie viele wir brauchen. Das ist der zweite Ball. Ja, ich möchte, wenn es geht, es eigentlich mit einem Pokéball fangen. Und da haben wir es auch schon. Da haben wir es auch schon. Ich weiß nicht, warum der Preview gerade so früh aufgepoppt ist. Nature leider bold. Ah, schade. Und der bescheidene IV. Naja. Naja. Dafür haben wir jetzt Scheimen. Das zweite Legendäre vom Event? Nein. Es gibt ein zweites? Nein, haben wir ja noch nicht. Wir haben jetzt Scheimin abgeschlossen. Als nächstes wollte ich mir eigentlich Love Island angucken, wo wir den Juwelier retten sollen. Ich frage mich, was für ein Zweck wohl der Baum hinter Scheimin da dient. Okay. Also wenn man Scheimen herbringt, wird es wahrscheinlich hier die Osterform auf die normale ändern. Okay. Und wo macht man es in die Flugform? Das ist dann in Sinnoh, oder? Oder ist das hier? Irgendwo. Aha, in Sinnoh kann man auf die Flugform. Nimm Shuckle mit, wenn es auf ein Love Island geht, okay. Okay. Das könnten wir machen, ja. Ich kann ja auch ich sag mal, ein richtiges Team nehmen, ne? Nicht dieses Story-Team. Also, bei mir sind alle Story-Pokémon. Aber ich habe halt ein paar stärkere, ein paar schwächere. Oh, wo kommst du denn her? Ach, der stand da schon, ja. Gut. Ja, die brauche ich alle nicht, weil ich habe die doch als Items. Oder brauche ich sie trotzdem als VM? Ja, ich habe alles. Dive hier, die Maske. Ich weiß gar nicht, warum ich es hier unten reingelegt habe. Macht keinen Sinn, aber liegt hier unten drin.
Ich habe mir alle geholt. Dive Mask, Upside Rope, Battering Ram, Flashlight, ja, Pickaxe, Shovel, ich habe alle. Ich habe sie nicht mehr alle, aber ich habe alle. Die Grazidea für die Flugform haben wir auch. Ist halt wirklich nochmal die Frage, was hat es denn mit der schwarzen und der weißen Grazidea auf sich? Kann man da nochmal das Aussehen verändern? Oder bewirkt das irgendwas wirklich... Oh, hallo Shadow Lilith. Irgendwas wirklich Wichtiges. Macht stärker oder keine Ahnung was. Genau, da geht das Geld vom Abo hin, in die Spiele. Ein Stahl-Pokémon, sagt er. Ich hab nur ein Stahl-Pokémon. Soll ich Aggron mitnehmen? Also ich würde Tornopto mitnehmen, wenn du sagst, es wird jetzt schwer. Dann... Ja, Scizor ist ja eigentlich auch Stahl. Du kannst mitnehmen, falls ich vielleicht irgendwas klauen oder fangen will. Deshalb habe ich es ja immer dabei. Sceptile will ich auf jeden Fall austauschen. Gengar oder Pilipper? Ein schneller Attacker? Oder Pilipper? Mit seinem Drizzle. Der mit Gengar, oder? Statt Sceptile. Und packen da wie immer ein Fokus. Wie heißt das Ding? Fokus Sash drauf. Ich hatte mal früher ein Eck, da konnte ich auch Events mitmachen. Und bei dem einen Event, keine Ahnung welches war, da waren normale Trainer mit teilweise Level 100 und Mega-Entwicklungen dabei. Das ist krass. Und ein Nato mit plus Def und minus Attack? Oder Special Attack? Was ist denn das zweite Pokémon? Jetzt bin ich ja kurios. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das zweite legendäre auf Love Island? Soll ich da dafür Nato mitnehmen? Also auf Love Island ist ja auch nochmal ein Pokécenter, kann ich das ja dort austauschen. Ich würde noch ganz fix, bevor wir hier runtergehen von der Insel, würde ich noch Carpador bestehlen, weil ich noch zweimal Blau brauche. Und vor uns kam die Frage, woher kommt das ganze Geld? Das hier? Durch normales Farmen und so, beziehungsweise ich hatte auf meinem alten Account hatte ich noch 1 Million drauf liegen. Die habe ich mittlerweile schon easy ausgegeben und das ist halt durch Farmen wieder hochgekommen. Aber ich habe halt Geld von meinem alten Account auf den neuen geklatscht. Ich will nicht zu viel spoilern, aber der Weg ist weit. Und will dir Backtrack sparen. Alles klar. Ach, hätte ich gleich beklauen können. Oh, Knofenser immer beklauen. Trottel. Ja, wir machen fix das Carpador und dann geht's weiter. Ganz einfach. Ich habe ganz viele Pokebälle gekauft und Ultrabälle und Repels und sowas. Also. Gibt doch einmal zum Beispiel so ein Angebot im Spiel, willst du für 400.000 oder irgendwie sowas, oder waren es 200.000 irgendwie 400 Repels kaufen oder sowas, oder 500, habe ich ja gesagt. Oder willst du für 200.000 irgendwie 600 Pokebälle kaufen oder sowas, habe ich ja gesagt. Willst du ein Fahrrad kaufen, kostet ja auch 40.000 oder sowas, habe ich natürlich ja gesagt. Willst du 200.000 in das Zugsystem von Kanto reinstecken, habe ich ja gesagt. Ist ganz schnell die Millionen weg. So. Oh, einmal blau ist schon da.
fehlt nur noch das zweite. Ich glaube, wenn man Bosse richtig macht, dann gewinnt man eigentlich Geld von Bosskämpfen. Einfach mal so ein Barschwar, ne? Also Barschwar scheint hier relativ häufig aufzutauchen, habe ich das Gefühl. Nehmt es einfach mal mit. Ist Barschwar hier ankommen oder sowas? Wenn man... ja, Griever, der hat... Griever spielt ja nur Wasser-Pokémon. Warum auch immer. Lex, naja. Barschwar ist hier immer noch rare. Aber ich könnte schwören, in der kurzen Zeit, die wir hier auf der Insel bis jetzt verbracht haben, habe ich bestimmt schon 4 Barschwas oder so getroffen. Unabsichtlich. Einfach nur so ein bisschen beim Magikarp jagen oder sowas. Carpador, dann sage ich Magikarp. Oder einfach nur beim Versuch, über einen Teich zu schwimmen. Da ist es. Nee, aber kannst du mir bitte nochmal erklären, was genau die schwarze Gracidea macht? Und was die weiße Gracidea macht? Was? Habe ich die jetzt benutzt? Ach so! Ah! Okay! Ah ja. Was hatte ich denn? Krone, ne? Okay, das erklärt so einiges. Und die weiße ist dann einfach auch nur so ein Ding. Okay, die werde ich nicht holen. Dann werde ich, sobald ich 2000 Punkte habe, werde ich mir das Mount holen. Dein Boss-MVP, ein Kingdra mit Yawn und Smokescreen. Naja, wenn du dann vorhast, hier aufzupowern, Drachentanz oder sowas, klar, macht Sinn. $5,000 Easter Tokens, krass. Ja, ich farm nicht so viel. Also theoretisch könntest du ja jeden Tag auch in den Little Cup reingehen und da übelst viele Punkte rausholen. Aller 3 Tage aus dem Little Cup noch den Extra-Boss mitnehmen und so, aber ich spiele ja nicht mal jeden Tag Pokémon. Ich mache unterschiedliche Streams, mal Pokémon. Meistens Pokémon, ab und zu mal ein bisschen Diablo oder Minecraft. Und am Samstagen gibt es dann bei mir meistens so andere Projekte, Point-and-Clicks oder sowas. Little Cup jeden Tag 600. Ja, und wenn du den Boss besiegst, was kriegst du da? Also den Megaboss. Den habe ich leider nicht geschafft. Brauche ich die Breezy Crystals noch für irgendwas? Oder sollte ich die lieber umtauschen? Weiß halt nicht, wozu die da sind, außer um ein paar Pokémon zu füttern oder sowas. Wo ist denn der? Der Eiertyp. Vom Boss nur 70? Das ist mager. Den wollen wir ja noch finden. Wo ist denn der Eiertyp? Nicht blind?
Ich sag jetzt nicht, bin ich blöd. Da kommt der Xela wieder angerannt. Hier, oder? Ja, Eiertyp. Hab ich alle Eier? Nein! Ich hab 19! Mir fehlt einer. Ich hab 19 von 20. Oh, da müssen wir später nochmal irgendwo gucken gehen. Also, überall nochmal gucken gehen. Aber. Moment. Irgendwie. Egal. Wir gehen nach Love Island. Richtig? Das heißt, wir müssen. Nee, ich weiß nicht, was es bei 20 Körben gibt. Wir müssen. Erstmal nach Kanto, ne? Vermilion, also Orania City. So. Kann ich mir vorstellen, ich muss ihn bloß noch finden, aber das machen wir ja noch. Das Osterevent ist ja noch nicht vorbei, oder? Heute ist nicht der letzte Tag, oder? Also die anderen Events, die haben alle wochenlang oder so angehalten. Hast noch was von einem Sink gesagt? Wir sollen noch irgendeinen Sink mitnehmen, hast du gesagt. Dann nehme ich Gengar vielleicht doch wieder raus. Also plus, ja, was ist denn das? Ich kenne mich so immer so schlecht aus mit solchen Sachen. Was ist ein plus Death und minus Attack? Guck mal. Hab ich sowas überhaupt? Plus Death, minus Attack, Bolt. Bolt habe ich. Ja. Das ist sogar K.O. Perfekt. Später dann, wenn es soweit ist. Du hast Hasty Sync genommen. Was ist Hasty? Ich weiß ja nicht mal, was von Pokémon es sein wird. Verrät mir ja auch keiner und ich finde es auch gerade sehr interessant. Also ist vielleicht gut, wenn ihr es mir nicht verratet. Verrätet? Verrät? Verratet? Plus Speed, minus Death. Oder minus Special Death. Das genaue Gegenteil von hier. Das ist toll, wenn man komplett gegensätzliche Hinweise oder Ratschläge bekommt. Savvy Island. Love. Plus Death minus Special Attack. Ja, was denn jetzt? So einen habe ich leider nicht. Hab bloß plus Death minus Attack. So. Okay.
Wir sind zum ersten Mal auf diesem Account auf Love Island. Hallo, junger Trainer. Willkommen auf Love Island. Yay! Starke Trainer kommen hier, um sich mit ihren geliebten Pokémon zu erholen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht gegen dich kämpfen werden wollen. Also sei besser bereit für einen plötzlichen Kampf. Für jeden möglichen plötzlichen Kampf. Dieser Moment, wo man sich Pokécoins kauft und dann gesagt wird, es dauert ca. 2 Tage, bis ich die bekomme. Was? Warum so lange? Jedes Mal, wenn ich mir kaufe, ist es instant da. Aber ich zahle auch mit PayPal, also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Da waren Bären drin. Kommen hier Gegner? Ach so, ja, diese Überweisung, ne? Das ist keine Sofortüberweisung. Das ist einfach bloß eine Überweisung über den Zwischendienst, der sich Sofort nennt. Das ist eine Firma. Ist das Klarna? Oder ist das eine Unterfirma von Klarna? Ich weiß es nicht genau. Aber Sofort ist der Firmenname. Und eine Sofortüberweisung ist quasi eine Überweisung über den Zwischendienst Sofort. Es ist keine Sofortüberweisung. Es gab mal früher wirklich den Begriff Sofortüberweisung. Aber ich glaube, der ist mittlerweile irgendwie abhanden gekommen und ich glaube, die Leute kennen das irgendwie nicht mehr. Aber es gab mal früher richtig Sofortüberweisung bei der Bank. Da hat man, glaube ich, ein bisschen extra bezahlt dafür, dass es schneller ankommt oder sowas. Keine Ahnung, warum auch immer. Weißt du, eigentlich sollte es ja instant da sein, aber was auch immer. Aber diese Sofortüberweisung, die du bei Online-Payment-Zeug hast, ist Beschiss. Das ist keine Sofortüberweisung, das ist halt eine Überweisung über diesen Service von Sofort. Ja, der Begriff ist leider irreführend. Das ist totaler Beschiss. Ein Tyrogue. Nehme ich mit. Ja, also ich benutze PayPal für sowas. Für die meisten Online-Sachen. Außer vielleicht bei Amazon oder so, da habe ich meine richtigen Bankdaten drin. Aber auch nur ein zweiter Account, falls der mal gehackt wird oder so. Also, aber ich bin da ganz, ganz vorsichtig, was Geld ausgeben online angeht. Habe quasi ein extra Bankkonto, das immer leer ist. Außer ich weiß, ich mache jetzt irgendwie einen großen Einkauf, dann gehe ich zur Bank, lade das dort auf, das Konto. Und dann benutze ich das, um bei Amazon was zu kaufen. Weil wenn dann irgendwie mal jemand dein Amazon-Konto hackt und dann was für, keine Ahnung, ein PC für 4000 Euro kauft, ist bisschen blöd, ne? Kann er bei mir nicht machen, weil ich die 4000 Euro auf diesem Bankkonto gar nicht drauf habe. Und für alle anderen Sachen benutze ich PayPal. Und das PayPal ist genau auch wieder mit diesem Bankkonto verlinkt. Medizier erscheint. Okay, Catch. So, plus Def minus Speed. Die IV sind gar nicht mal so schlecht, ne? Die Natur ist halt der absolute Rotz. Schade. Hallo Sarah, was verkaufst denn du? Ach, ganz normales Zeug, ja. Die Melodie, allgemein find ich die Musik hier sehr schön. Die Melodien, die im Hintergrund spielen, sind eigentlich immer sehr, sehr schön. Was ist denn hier los? Kann man hier was klauen? Oddisch, oddisch, oddisch. Naja. Yo, Shadow, wir sehen uns dann morgen, ne? Sollte ich die fangen? Bringt das was, wenn ich hier mal ein gescheites erwische? Ich weiß es nicht.
Ja. Schalmen ist so süß. Ich werde es wahrscheinlich nie großartig benutzen, glaube ich, leider. Weil zumindest für die Story ist es quasi es ist keine Option. Oder? Wir können das nicht in Sinnoh benutzen, oder? Das hier Gefangene. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es eine Option ist. Und das Team ist ja auch schon ausgewählt. Fällt mir gerade ein, die jetzt hier vielleicht neu mit dabei sind, ja. Das Team für Sinnoh wurde schon ausgewählt von den Zuschauern. Aber der Starter ist noch immer offen. Und wo habe ich denn das stehen? Hier. Das ist das Team. Und für einen Starter kann man noch abstimmen. Wir haben zurzeit 4 Stimmen bei Panflam, 0 bei Chillast und 2 bei Plinfa. Also wenn jemand noch abstimmen möchte, schreibt einfach was ins Chat, in den Chat und dann notiere ich mir das. Ja, da oben könnt ihr das Team sehen. Es wird, so wie es jetzt gerade aussieht, Chateau, Riolu, Kaumalat, Hippo, Puputas und was ist das? Ich kann das nicht lesen. Gastrodon. Ja, und wie gesagt, der Starter, der ist noch nicht ganz entschieden. Also könnt ihr gerne mitwählen. Wir haben das in Johto so gemacht, in Hoenn so gemacht und in Sinnoh auch. Ihr bestimmt das Team. Alle Pokémon von Eventgebieten zählen als Kanto. Ach ja, stimmt. Jedes Eventgebiet ist automatisch Kanto. Die Insel ist sogar richtig auf der Karte. Die existiert echt, aber sonst ist man, glaube ich, immer irgendwo bei Alabastia oder sowas. Finde ich schade, dass diese Event-Maps oder Event-Orte nicht irgendwo auf der Insel vermerkt sind. Astrella! Soll ja bald rauskommen, ne? Bin mal gespannt. Panflam, schreibe ich mir das auf? Meine Stimme für Panflam von Lu 5000. Lu 5000. Ja. Also schon 5 Stimmen für Panflam. Ich glaube, es wird auch wirklich Panflam. Da freue ich mich. Es gibt sonst einfach kein anderes Feuer-Pokémon in Sinnoh. Kein einziges. Das nicht legendär ist. Das ist Wahnsinn, oder? Wahnsinn. What do you live for? Wofür lebst du? Ich lebe dafür, um meine Pokémon zu lieben. Die wollen kämpfen. Aromatisse. Was zum Henker ist das für ein Vieh? Das sieht ja komisch aus. Aromatisse. Hey, kenne ich gar nicht, Alter. Was? ,692. Ja, es ist ja auch um die Generation 7 oder sowas dann, ne? Ja, mit denen bin ich nicht so vertraut, muss ich sagen. Slowpuff. Oh, nicht gereicht. Nicht so schlimm. Der Xela freut sich gar nicht, dass ich Panflam bekomme, weil Panflam zu stark ist. Er freut sich auch gar nicht, dass Riolu und Kaumalat dabei sind. Sind zu stark, meint er. Nun sage, dass du die Liebe auch fühlst. What is love? Siehst du nicht, ich werde das schwache Mädchen da drüben besiegen. Sie liebt Pokémon nicht so sehr wie ich. Damals auf meinem ersten Account noch 2016, 2017 rum,
Da war das übel schlimm im Chat. Jedes Mal, wenn irgendjemand geschrieben hat, what is love, hat der ganze Server geschrieben, Baby, don't hurt me. Ich weiß nicht, warum das damals so übelst rumging. Ist ja jetzt noch irgendwo hier, ne? Weiß gar nicht mehr. Irgendwo hatten wir ein Schild, da stand das drauf. Aber ging damals durch den ganzen Server. Wozu habe ich den erst vergiftet? Ich dachte, Wasser wird hier keinen Schaden machen. Ja, okay. Okay, hier ist es ein bisschen weniger. Natürlich trifft er zweimal hintereinander mit der Hydropumpe. Ich bin froh, wenn ich einmal von dreimal treffe. Ja, und der trifft zweimal hintereinander. Mhm. Ich möchte wirklich wissen, ob der Gegner die gleichen Trefferchancen hat wie wir selber. Oder ob der wirklich erhöhte hat. Es fühlt sich einfach so an, als ob die Gegner besser treffen. Dreaming away a victory? Den Sieg wegträumen? Verstehe ich nicht. Da es war einmal ein starker Trainer, der in diesem Haus gelebt hat. Er ist auf eine Reise irgendwo nach Höhen weggegangen. Er hat sich gesorgt um einen magischen Ort, welcher von Togepi beschützt wird. Niemand hat jemals herausgefunden, wie man diesen Ort erreicht. Er hat die Love Island verlassen und gesagt, sein Ziel ist es, sein Ziel war eine weite Wüste. Eine weite Wüste, beschützt von Togepi? Worum geht's da? Was ist denn hier los? Warum haben die Mew-Statuen? Was ich nicht verstanden habe, warum gibt es Statuen von Mew in der Villa auf der Zinnoberinsel? Warum haben die dort Statuen von Mew errichtet? Oder haben die Statuen aus diesem Regenwald, wo die halt das Mew damals gefangen haben, haben die Statuen dort gefunden und mitgenommen? Oder was? Also ich verstehe nicht, warum in dem Gebäude die Statuen stehen. Die Tagebücher habe ich natürlich gelesen. Ich weiß, worum es geht mit Mew und Mewtwo. Aber wer zum Teufel hat sich gedacht, ich baue jetzt einfach mal Mew-Statuen hier auf. In dem Haus. Weißt du? Also sind es die Statuen aus dem Fundort von Mew? Haben die dort mitgenommen? Oder haben die aus Langeweile neben den Forschungen sich gedacht, ja, so als Zeitvertreib baue ich paar Statuen oder wie? Also, die Statuen... An sich, die meine ich. Nicht, warum sind die von Mew, sondern allgemein, warum zum Teufel haben die sich gedacht, ja, neben unseren Forschungen haben wir nichts Besseres zu tun, wir meißeln mal ein paar Statuen hin. Das habe ich nie so ganz verstanden, warum die dort rumstehen. Oder ob die dort hergebracht wurden. Hergebracht, hingebracht worden. Habt ihr auch keine Antwort für?
Ich meine, nur weil man ein Mew erforscht, muss man doch nicht Statuen von dem Ding bauen. Und dann vor allem noch auch irgendwie Schalter drin einbauen. Für versteckte Türen. Bosse. Noch was. Nee. Ich kämpfe ja nicht. Nee. Lass mich in Ruhe. Künstlerische Immersionsgründe? Aber ja, wenn das Projekt geheim war, ergibt es keinen logischen Sinn. Ja, na? Verstecktes Labor unter der Villa und bauen dann irgendwie Statuen dahin von einem mystischen, legendären Pokémon. Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist halt, die haben das ja irgendwo in so einer Art, weiß ich nicht, wenn man den Film damals geguckt hat, den Mew und Mewtwo-Film, hat man ja gesehen, dass sie das irgendwo in so einer Art Dschungel oder tropischen Regenwald oder sowas gefangen haben. Ne? Irgendwo am Arsch der Welt, wo halt kaum jemand lebt. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass dort vielleicht irgend so ein kleiner, vergessener Stamm das Mew vielleicht verehrt und Statuen davon errichtet hat. Und nachdem sie es dort gefangen haben, haben sie vielleicht auch die Statuen mitgenommen. Das könnte ich mir vielleicht noch so halbwegs erklären. Aber warum die Wissenschaftler aus Langeweile zwischen den oder neben der Forschung dann anfangen, Statuen zu meißeln, das kann ich mir nicht erklären. Ich habe meine Unschuld verloren. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich bin erst 10. Ich war's nicht. Ich schwöre. Ich schwöre, ich war's nicht. Wirst du Blumen für mein Begräbnis kaufen? Was? Rosen sind okay. Lilien? Die werden auch nicht schlecht. Du musst Fire Red Rocket Edition spielen. Och, irgendwann mal bestimmt, ne? Ich wollte ja sowieso schon. Es gibt ja auch so ein anderes Team Rocket ROM-Hack. Das wollte ich auch mal spielen. Oder ist das das? Basiert das auf Fire Red? Das Team Rocket ROM-Hack? Das könnte sein. Energieball. Brauche ich das? Könnte man noch mitnehmen. Achso, es gibt zwei. Einmal auf Generation 1 und einmal auf Fire Red. Ich würde wahrscheinlich das auf Fire Red dann spielen. Aber ja, das machen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Bloß ich weiß jetzt noch nicht wann. Vielleicht auch als so ein Samstagsprojekt. Ne, als sowas, was man halt abschließen kann. Rat mal was. Ich habe gerade ein wertvolles Item zwischen diesen Kristallen gefunden. Jetzt kann mein geliebtes Pokémon eine großartige Performance abliefern. Okay. Stambler! Ein wildes Wummer ist im Twitch-Chat. Was ist denn hier los? Und wie die Hydro-Pumpe jedes Mal trifft. Unglaublich. Wenn ich sowas wie Donner benutze, dann treffe ich nie. Insgesamt die vierte Hydro-Pumpe heute in Folge, die trifft. Wahnsinn. Und die fünfte. Ich sehe, du hast sehr viel trainiert. Noch was?
Waren wir schon in dem Haus? Oh, mein Gedächtnis ist so schlecht. Was ist das denn hier? Oh, ein Sylveon. Kennst du die Macht der Liebe? Oder die Kraft der Liebe? Es hat mir geholfen, mein wunderschönes Evoli zu entwickeln. Ja, durch Freundschaft, ne? Nee, warte mal. Sylveon ist doch gar nicht durch Freundschaft, oder? Ist einfach nur bei... Ach doch, Freundschaft und bei Tag. Und nach Tara ist dann Freundschaft und bei Nacht. Da fragt man sich, warum wurde diese Entwicklung damals in Kanto noch nicht entdeckt? Warum kannte man die nicht in Kanto? Sind die Leute in Kanto alles, keine Ahnung, Pokémon-Schläger? Behandeln die ihre Pokémon wie Scheiße? Warum gibt es da keine Freundschaftsentwicklungen? In Generation 1? Das sind irgendwelche Developer, oder? Ich bin so froh, dass wir endlich hierher gezogen sind. Wir haben endlich unser Zuhause gefunden. Bla bla bla. Kanto hatte keinen Speicher dafür. Oh, ein Roselia. War ich schon im Center drin? Nein, das machen wir nicht. Sonst lebt das Natu wieder. Wir könnten Moves auffreshen. Da müssen wir rein in die Höhle, ja. Alles klar. Alles klar, das kriegen wir hin. Wie komme ich da ran? Wahrscheinlich einfach nur vom Strand aus. Ja. Hochlaufen, hochschwimmen, irgendwas. Da kommt der Fänger nach vorne. Vielleicht kommt was Cooles. Darüber. Hä? Warte. Was? Jetzt. Jetzt hier hoch. In Kanto wissen auch die meisten Pokémon-Forscher nicht, dass Pokémon Eier legen. Konnte man in Generation 1 schon brüten? Nee, ne? Es gab ein Daycare Center zum Leveln, aber Eier gab es noch nicht in Generation 1. Kamen die in der 2 oder kamen die in der 3? Bin der Meinung, die kamen in der 2. Bin mir aber nicht ganz sicher. 2. Ja, in der 1 gab es noch kein Geschlecht, genau. Nur Nidoran, weiblich und männlich. Es ist merkwürdig, dass sie es dann beibehalten haben, oder? Das mit dem Nidoran. Wir hätten einfach sagen können, es ist das gleiche Pokémon. Bloß eben anderes Geschlecht. Genauso wie zum Beispiel bei dieser Echse, Feuergift, die, wo sich nur die weibliche Form halt weiterentwickeln kann. Ne? Oder bei den Bienenviechern,
Nur die weibliche. Oder bei den Löwendingern hast du auch den Unterschied zwischen männlich und weiblich, ne? Da kann sich aber, glaube ich, nur der männliche weiterentwickeln. Ich weiß es nicht mehr. Schlimm, dass ich die Namen alle nicht kenne. Aber ich fand das immer so merkwürdig, dass sie dann Geschlechter für alles eingeführt haben. Und aber trotzdem gesagt haben, Nidoran männlich und weiblich sind zwei verschiedene Spezies. Dazu sagen, es ist die gleiche Spezies, anderes Geschlecht. Das fand ich merkwürdig. Die wollten es einfach nicht mehr retconnen. Diamond Domain. Kann man hier was klauen? Geodude hat was. Wahrscheinlich nur irgend so einen sinnlosen Stein, oder? Poké-Dollar. Alter, ich bin reich. wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Jetzt auch rein. Das ist schrecklich. Aber hier geht's nicht weiter. Kann man die hier zerschlagen? Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Es kommt darauf an, ob da jetzt wieder eine verwirrende, riesige Questreihe dahinter steckt. Oder ob ich einfach nur durch eine Höhle laufe und am Ende steht das Vieh. Also ich bin der Meinung, damals, als ich auf dem alten Account gespielt habe, gab es hier keinen Legendary. Oder vielleicht. Ja. Ihr sagt, es gehört zum Oster-Event. Damals gab es noch gar keine Events. Also wird es später dazu gekommen sein. Und ich war mit dem alten Account auf Love Island. Hab alles erkundet. Hier gab es keinen Legendäres. Ich weiß nicht mal, was es ist. Und mir will es keiner verraten. Verratet mir nicht. Lasst mich, überrascht mich. Ich werde es nicht schaffen. Weil sie zu kompliziert ist oder weil ich das falsche Team dabei habe? Der Stein scheint mit unbekannter Energie. Scheint von unbekannter Energie zu strahlen. Möchtest du es anfa möchtest du ihn anfassen? Privater Ressort. Und das sind alles Developer oder Discord-Mods oder sowas. Heiraten die hier? Pixiu und Sharmak? War Sharmak nicht im Gefängnis? Ey, erinnerst du dich, als ich der ehrenhafte CC? Ein ehrenhaftes CC-Mitglied war. Was ist ein CC? Credit Card? Gute alte Zeiten. Jetzt konzentriere ich mich auf die Kunst. Bist du daran interessiert, sie zu sehen? Deine Art ist großartig. Blablabla. Was ist das hier? Ist hier Pokémon? Was ist das? Einfach bloß eine Insel voll mit Developern, um, keine Ahnung, ein Easter Egg zu setzen oder sowas, oder? Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um deine Balance zu halten, musst du einfach nur vorwärts gehen. Ja, weil musst du dich immer in Bewegung bleiben. Also ich glaube, hier machen die Developer einfach nur einen auf Klugscheißer oder so. Lassen dumme Sprüche da. Alles im Leben ist Magie, sogar Kraft. Ist hier irgendwas versteckt?
ich arbeite an meinem Fishing-Guide. Angeln ist scheiße. Nee, arbeiten an meinem Angelguide ist so cool, wenn du im besten Team überhaupt sein kannst. Und es ist sogar noch besser, im gleichen Platz zu sein wie sie, während man sogar noch fischt oder angelt. Was? Was ist das hier? Also ich glaube, diese Insel erfüllt keinen Zweck. Außer einfach nur, weiß ich nicht, die Mods und Developer glücklich zu machen. Seiten. Hier ist irgendwie ein Rätsel versteckt. Keine Ahnung. Aber meine Frage war, warum sagst du dann, dass ich herkommen soll, wenn du dann hinterher sagst, dass ich es nicht schaffe? Hätte ich es auch sein lassen können, wenn ich es nicht schaffe. Oder meinst du, ich schaffe es heute nicht mehr? So, hier waren wir ja schon. Ach so, okay. Ich habe schon gedacht, du meinst, ich habe keine Ahnung. Einfach die schwache Pokémon dabei oder sowas. Alles klar, wir müssen es nicht heute schaffen. Das ist kein Problem. Aber ich denke, bis um 11 machen wir noch. Also 2 Stündchen hätten wir noch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich versuche herauszufinden, welches Item der dabei hat. Aber er wirft nichts ab. Stern du. Nee. Stern ich, Stern du, Stern er, Stern sie, Stern es. Also, ich sehe schon, hier braucht man einen Wasserfall, ja. Ich bin der Meinung, ich bin heute nur überlegen. Wasserfall kriegt man in Johto, ne? Stern in. Stern in Klammern N. Stern innen. Wir wollen mal politisch korrekt bleiben. Wasserfall kriegt man in Johto, ne? Also hätte ich das quasi auch schon damals mit dem alten Account machen können. Ich bin der Meinung, hier gab es kein Pokémon. Ich hab's einfach nicht gefunden, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass man Wasserfall braucht. Ein Mamfaxo im Chat. Schnappt es euch. Oh. Dazzling Gleam. Was macht denn bitte Dazzling Gleam? Das Event kam erst 2019 oder 21. Ja, siehst du, gab es das damals noch nicht. Ein Dazzling Gleam. Zauberschein. Ah, Stärke 80. Einfach nur Schaden ohne Effekt. Feenattacke. Komm, die nehmen wir mit, oder? Und du fragst mich, wie ich einfach so mal schnell 1 Million ausgeben kann. Das ist die Antwort. TMs, Reisen, Fahrrad, Zugsystem, Pokebälle, Repels. Das Zeug ist schweineteuer. Warte mal. Was ist das jetzt für ein Mist? Achso. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn hier langkommen? Oh, das Rätsel war schwer. Das Rätsel war aber schwer. Gerade so geschafft. Gerade so. Kann ich irgendwas einsammeln? Nö, ne?
habe mal gehört, man kann irgendwelche Kristalle in der Höhle von Love Island zerschlagen. Mit Zertrümmerer, um irgendwas rauszubekommen. Aber irgendwie sehe ich hier, ich versuche es ja mit denen zu interagieren, sehe ich hier keine Kristalle, die man auch wirklich zerschlagen kann. Sind die dann genauso wie auf der Osterinsel, dass die dann auch ein Symbol dran haben? Und das ist kein Eis. Ist hier irgendwas Interessantes oder mache ich jetzt einfach Repel an? Nö, ich mache einen Repel an. Jetzt nichts. Da geht es dann weiter, glaube ich. Ah, das ist die Taucherstelle. Ja. Auf der Osterinsel wurde uns ja gesagt, wir sollen in einer Höhle auf Love Island tauchen. Das ist crazy, oder? Das Wasser sieht hier sehr tief aus. Nee, da gehen wir nicht rein. Ich habe Angst. Also richtig auf dem offenen Meer, ne? Wirklich mit nichts um einen drumherum. Weit und breit kein Land in Sicht. Boah, ein Schiss, du hast keine Ahnung, was unter dir ist, ne? Da ist kilometerweise Wasser unter dir. Mit sonst was drin, ne? Und du hast keine Ahnung, bis es dich berühren kommt. Du nutzt die Tauchermaske. Dunkel. Warum ist das hier so dunkel?